Hallo, mein Name ist Waffenkennel. Guten Tag, mein Name ist Clemmer Matuita. Hallo, ich bin Lina Kabangu und wir sind Teil einer afrikanischen Community, die sich AGNIC nennt, ein Netzwerk über HIV und Gesundheit. In Zusammenarbeit mit der Deutschen AIDS-Hilfe haben wir eine Reihe von Videos entwickelt, um euch auf das Thema Hepatitis B aufmerksam zu machen. Warum? Weil wir der Meinung sind, dass das Thema Gesundheit für unsere Community sehr wichtig ist. In den folgenden Videos informieren wir euch, was Hepatitis B ist und die verschiedenen Aspekte von Hepatitis B. Viel Spaß beim Zuschauen. Hallo, ich bin es ja wieder, Raffin. Heute werden wir uns ja über das Thema Hepatitis B und Testung unterhalten. Dafür haben wir eine Ärztin, die Yvette. Hallo, Frau Dr. Yvette. Also meine erste Frage lautet, warum ist es so wichtig, sich testen zu lassen, obwohl man sich auch gesund fühlt? Danke, Raffin, für die Frage. Ja, es ist wichtig, sich auf Hepatitis B-Virus testen zu lassen, auch wenn man sich gesund fühlt, weil die Erkrankung in den meisten Fällen unbemerkt verläuft. Das heißt, man kann nur durch einen Test feststellen, ob man krank ist oder nicht. Man geht davon aus, dass in ein Drittel der Fälle die Infektion, wie eben gesagt, unbemerkt verläuft. Bei weiteren ein Drittel haben die Leute leichte Symptome wie Müdigkeit, Erschöpfung, und bei einem weiteren Drittel haben die Leute richtig Symptome, die auf eine Hepatitis B-Virus-Infektion deuten, wie zum Beispiel die Gelbfärbung der Augen, der Stuhl entfärbt sich, der Stuhl wird weiß, oder die Leute haben Bauchschmerzen aufgrund einer Vergrößerung des Lebers. Diese Symptome führen dann zu einem Verdacht auf eine Hepatitis B-Virus-Infektion. Während in den ersten beiden Fällen kann man die Infektion nur feststellen, wenn man den Test macht. Wenn man weiß, dass man positiv ist, kann man andere schützen, und man kann sich selbst auch vor schweren Folgen der Erkrankung schützen, indem man sich behandelt. Schwere Folgen sind Leberzirrhose oder Leberkrebserkrankung. Und wer sollte sich eigentlich auf Hepatitis B testen lassen? Grundsätzlich sollen sich alle Menschen auf Hepatitis B-Virus-Infektion testen lassen. Aber besonders wichtig ist der Test bei schwangeren Frauen oder bei Menschen mit Risikokontakten. Das sind zum Beispiel Menschen, die leben mit einer Partnerin oder einem Partner, der an Hepatitis B-Virus erkrankt ist, oder Menschen, die sich Drogen spritzen. Besonders wichtig ist der Test auch bei Menschen, die aus Subsahara-Afrika kommen, weil die Infektion dort ziemlich verbreitet ist. Und magst du mir sagen, wo man sich eigentlich testen lassen könnte? Man kann sich grundsätzlich in jede Arztpraxis testen lassen. Viele lokale Gesundheitsämter und Checkpoints bieten anonyme Beratungen und Testungen an. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten für den Test bei Schwangeren, bei Personen mit Risikokontakten oder im Verdachtsfall. Wenn man kein Verdachtsfall ist, muss man also die Kosten für den Test selber tragen. Diese sind zwischen 10 und 60 Euro. Und wie verläuft eigentlich so ein Test? Der Hepatitis B-Test verläuft eigentlich sehr einfach. Es wird einem Blut abgenommen und dann wird das Blut in einem Labor geschickt, und nach ein bis zwei Tagen werden die Ergebnisse durch die ärztliche Praxis oder das Gesundheitsamt übermittelt. Vielen Dank nochmal, Dr. Yvette, für diese Antworten. Danke fürs Zuschauen. Teilt es in euren Communities, bei euren Freunden, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!